Ja, es ist jetzt 2 Uhr nachts und ich bin immer noch am Arbeiten, weil ich den ganzen Tag hier Sachen zu regeln habe und so viel Zeug zu tun und Petitionen unterschreiben, auf E-Mails reagieren, neue Wohnung suchen und all so ein Kram. Aber ja, das interessiert euch wahrscheinlich alles relativ herzlich wenig. Ja, was mich aber heute beeindruckt hat und was ich wirklich toll finde, ja, ich habe jetzt die 200 Abonnenten geknackt, dank euch. Und das finde ich richtig gut. Und ja, vielen Dank. Und ja, weiter geht die Post. Und ja, ich habe das alles geschafft, auch wenn ich wenige Menschen so kenne. Also ich habe zwar viele in der Freundesliste, aber ich kenne halt nur eine Handvoll Leute. Ich kenne nur wirklich wenige. Und bin nicht in der Großstadt. Ich werde nicht oft geteilt oder so. Kriege keine Werbung. Ich werde unterdrückt, weil ich also politikkritische, gesellschaftskritische Themen mache und die Leute zum Aufwachen und Nachdenken animiere. Und all das ist halt natürlich ein schwieriger Faktor. Ich habe auch kein Geld für Werbung und keine Möglichkeiten, irgendwie ja, anderweitig bekannt zu werden. Und ich kenne auch keine großen YouTuber, die mich jetzt irgendwie pushen würden oder könnten. Und von daher ist jeder Abonnent im Prinzip hart erkämpft. Und deswegen würde ich sagen, für ein Jahr sind 200 Abonnenten schon ganz okay. Und ja, auf jeden Fall weiter so. Unterstützt mich, teilt mich, wenn ihr Bock habt. Und vielen, vielen Dank. So, jetzt könnt ihr mal sehen, wofür ich zwei Bildschirme brauche. Und so einen großen auch. Ihre Arbeit zu machen, hier zu kommen und auch die Menschen zu sprechen. Hier bekommt jeder eine Akkreditierung und jeder hat Möglichkeit, hier frei sich zu bewegen. Also ich kann bestätigen, dass wir jetzt nicht dauernd mit Schatten unterwegs waren, sondern wir waren hier auch frei unterwegs, haben mit allen möglichen Menschen gesprochen. Wir haben uns ja auch mit Vertretern der jüdischen Community getroffen, die uns sogar ihren Dienstwagen zur Verfügung gestellt haben, damit wir noch länger hier bleiben konnten. Ich möchte mal auf die Minderheiten kommen, damit ihr sehr viel an unserer Presse geredet habt, dass es den Minderheiten hier schlechter geht. Hier habe ich etwas festgestellt, dass sogar die Vergangenheit zurückgeht, weil hier wurde ja auch stark vertrieben. Wie versucht man hier Geschichte wieder gut zu machen? Wenn wir durch Krim fahren, es gibt viele Dörfer, wo Bulgaren gelebt haben, wo deutsche Minderheit gelebt haben. Und in fast jedem Dorf, ich sage mittlerweile doch wohl in jedem Dorf, liegt ein Gedenkstein, eine Stelle, wo daran erinnert wird, damit wird auseinandergesetzt. Es gibt hier ein historisches Museum, wo jede Minderheit hat eigene Abschnitte in diesem Museum bekommen und das wächst, dieses Museum wächst, der ist so nicht so beschlossen, dass er jetzt schon fest, sondern die Menschen, die Minderheiten, haben die Möglichkeit, dort weiter das zu erweitern. Ich bringe ein Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel für die nächste Reise, für die deutsche
Teil des Museums ein deutsches altes Bibel bekommen, der wirklich von hier stammt. Der ist von 1850 und an uns hat eine Familie das jetzt gespendet, dass wir hier das weiter im Museum übergeben. Ich glaube, das ist verarbeitete Geschichte und das, sowas wird auch gerne hier angenommen. Ich glaube, das sind kleine, aber wichtige Schritte und da müssen wir arbeiten. Deswegen, ich kann schon wirklich hier bestätigen, dass diese Vergangenheitsbewältigung als solche, die wird hier nicht nur darüber gesprochen, sondern in jedem Ort gibt es Gedenksteine. Wir können in ein Dorf fahren, wo die deutsche Minderheit vertrieben wurde, Kaltschügena, und da ist ein Gedenkstein. Da gibt es auch eine deutsche Kirche und eine lutherische Kirche und katholische Kirche. Und diese lutherische Kirche wird jetzt gerade von der orthodoxen Gläubigen genutzt, weil die die sind einfach nicht da, aber man hat diese Kirche übergeben, die soll nicht leer stehen. Und die, ich glaube, da können wir was lernen davon. Wir können davon was lernen. Die ganzen Konflikte, die wir im Moment erleben, die eben auch auf dem europäischen Kontinent wieder dazu geführt haben, dass es zu Kriegen kommt, spätestens also mit deutscher Beteiligung, spätestens seit Jugoslawien, haben natürlich mit Energie und mit Ressourcen zu tun, die knapp werden, wenn wir alle so leben, wie wir leben. Da sind wir bei Ihnen, Herr Thoma. Sie sind ungewöhnlich in dieser Runde. Sie sind ja ein Spezialist für Holz, Sie sind Förster und Sie sind Volkswirt aus Österreich und heute hier. Österreich hat sich ja den Sanktionen angeschlossen. Was treibt Sie in diese Delegation? Warum haben Sie sich dem angeschlossen? Was wollen Sie? Ja, das ist ganz einfach. Um Frieden zu stabilisieren, ist es immer am besten, man arbeitet zusammen. Und das Wort Zusammenarbeit beinhaltet ja Arbeit, also etwas tun, nicht nur drüber zu reden, sondern etwas tun. Und konkret. Es war konkret zu werden und ich habe das als Chance begriffen, hierher zu gehen und unser Wissen, unser Know-how bezüglich Nachhaltigkeit, Wertschöpfung, noch besserer Umgang mit Wald oder mit nachwachsenden Rohstoffen, darüber zu reden. Und ich muss sagen, das, was ich bisher erlebt habe, hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Weil es war für mich so ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Und immer doch, naja, vielleicht ist das für die Menschen hier völlig abgehoben, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Vielleicht sind die wirtschaftlich noch ganz anders. Wir haben ja dieses Bild, das wird uns ja transportiert. Und ich bin total erstaunt, dass es möglich war, in den Tagen bis jetzt derartig inhaltlich werthaltige Gespräche zu führen, auf so viel Offenheit zu treffen. Es ist in meinem eigenen Heimatland nicht möglich, dass ich so ohne weiteres mit dem Rektor der zuständigen Universität mich so lange unterhalten kann darüber, wie ich will. Oder dass ich mit einem Minister, der für Bauwirtschaft und Holzwirtschaft zuständig ist, einfach reden kann und dass der das offenbar versteht. Herr Thoma, wir haben es ja mit einem globalen Klimawandel zu tun, wir haben es mit sehr vielen Problemen zu tun, die wir global lösen können. Das Klima macht nicht an Grenzen halt, die Menschen gezogen haben. Nachhaltigkeit, ökologisch bauen, all das, kommen wir da an Russland vorbei? Also gerade vor dem Hintergrund von Klimafragen, von ökologischen Fragen, ist es ja nahezu naiv, in Grenzen Nationalstaaten zu denken. Es ist vollkommen unmöglich. Auch Russland kann das alleine nicht lösen, schon gar nicht ein europäisches Land. Und deshalb können wir nur zusammenarbeiten, unser Wissen austauschen und gemeinsam versuchen, die Dinge anzupacken. Wo besteht denn die große Chance in Russland? Hat man hier möglicherweise viel Wald? In Russland befinden sich die größten Vorräte an Holz und die größten Wälder. Und es ist von enormer Bedeutung, dass dieser Wald zum einen nachhaltig bewirtschaftet wird, da sind wir in Europa sehr weit, und zum anderen, dass man hier in diesem großen Land den Rohstoff nicht billig zu Müll verarbeitet, sondern dass das in eine Kreislaufwirtschaft gelangt, also in eine enkelkinderfähige Wirtschaft. Oh, also ich hoffe, ihr seht, da ist eine ganze Menge an Informationen zu verarbeiten. Gibt es jemanden, der das versteht? Tonnenweise. Es versteht fast jeder. Das weiter ist sind. Die große Überraschung. Wie wird denn Ihre Meinung? Dafür kriege ich kein Geld. Das ist einfach so. Das mache ich jetzt schon seit 4 Jahren. Also darum kümmere ich mich ganz ehrlich nicht. Es ist mir egal. Was wäre denn Ihr Traum? Was soll denn rausspringen bei dieser Reise? Was wünschen Sie sich? Ich wünsche mir einen Wissen.